So, der Sumpf in der Nähe. Da vorne ist es schon. Herzlich willkommen zurück zu Vampire's Dawn. So. Was passiert hier? Warum ist das Kind an den Stein gefesselt? Im Namen von Valgyris, dem Gott der Natur, opfere dich, kleines Mädchen. Nein, bitte nicht. Das Mädchen ist ein Opfer für irgendein Gott? Was? Wer wagt es, mein Ritual zu stören? Bitte, ihr müsst mir helfen. Dieser Mann da ist völlig verrückt. Im Namen meines Gottes verlange ich, dass ihr sofort von hier verschwindet. Dies hier geht euch überhaupt nichts an. Das soll es überhaupt für ein Gott sein, der kleine Kinder als Opfer verlangt. Mein Gott Valgyris verlangt die Seele dieser Brut der zerstörerischen Menschen von Erena, um dadurch die Natur wieder erblühen zu lassen. Euer Gott lässt die Natur wieder blühen, indem er ein Kind opfert? Glaubt ihr das wirklich? Nun öffnet eure Augen. In diesem leblosen Sumpf wachsen dank meiner bisherigen Opferungen wieder diese zwei wundervollen Bäume. Wie meint ihr das? Warum verdient? Dieser ignorante Abschaum hat sämtliche Bäume in dieser Gegend gerodet, um damit den Holzbedarf der Stadt zu decken. Sie haben die Natur zerstört, um Möbel zu bauen. Möbel! Unfassbar! Bitte helft mir! Und deswegen entführt ihr Kinder der Menschen aus Erena und opfert sie eurem Gott? Ihr müsst doch einsehen, dass dies die einzig gerechte Art und Weise ist, um wieder einen Ausgleich zu schaffen. Die Seelen und Körper der Kinder sind die Nahrung der Natur, die schon bald wieder den ganzen Sumpf zum Erblühen bringen werden. Ich bezweifle, dass eure bisherigen Opfer tatsächlich einen Einfluss auf die Natur und diesen Sumpf gehabt haben. Seid nicht ignorant, diese Bäume und das Gras auf diesem Hügel wären ohne die Opfer an meinen Gott niemals gewachsen. Blut ist offenbar ein guter Dünger. Lasst mich dieses Kind opfern und ich werde euch die Macht des Gottes mit euren eigenen Augen werdet ihr dann sehen. Ja, und so. Ne? Nein! Auf keinen Fall lasst mich dieses Kind opfern. Ihr könntet auch davon profitieren. Mein Gott ist dankbar all jenen, die dabei helfen, die Natur wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ihr werdet ebenfalls Stärke durch das Opfer erhalten. Lasst mich dieses Opfer bringen. Und sowohl wir alle als auch die Natur werden neue Kräfte erhalten. Warum helft ihr mir denn nicht endlich? Ich will zurück zu meiner Mama. Denkt an die Macht, die euch mein Gott gewähren wird. Elaine würde niemals sagen, dass das Kind zurücklässt, im Leben nicht. Deswegen, das reicht. Das könnt ihr was erleben. Was? Mein Gott wird mir beistehen. Ihr verdammten Feinde der Natur. Oh, wir sind rasend. Upsi. Ist aber egal. Ja, du musst auch schon ein bisschen mehr bringen als nur das. Also sie hat ja auch gesagt, er würde sie auch bezahlen. Dann würde man ihn am Leben lassen. Und dann würde man ihm Geld dafür geben, dass er das Kind freilässt. Aber das Problem ist, er würde halt wieder Kinder gefangen nehmen, ja? Und das werden wir zu verhindern wissen. Hier, Schmerzriss, kannst du haben. So, Vergeltung. Wusa. Okay. Schwäche? Ach, das brauche ich nicht, das ist schwach genug. Wow, du bist richtig gut, ich höre. Ich muss mal gucken, ob die Krallen nicht wieder stärker sind. Das müssen wir einfach testen. Ich glaube, wenn ich jetzt wieder neue Waffen kaufen würde, wäre ich mit Krallen wieder besser dran, auf jeden Fall.
die ganze Zeit falsche Anzeige. Ich gucke die ganze Zeit bei der Kriegerin und denke, warum kriegt Valnar denn keine Punkte dazu? Aber nee. Ich bin, die Reihenfolge stimmt halt nicht, ne? Larius hätte den Kampf schon längst beenden können. Ich hätte die achtfache Attacke davon machen können. Naja, egal, das war's jetzt. Ah. Dieser Volk hat den Tod verdient. Mehr als das. Lass uns jetzt das Kind losschneiden. So, Kleine, du bist jetzt frei. Oh Gott, ich danke euch. Ich wollte noch nicht sterben. Keine Sorge, nun kann dir nichts mehr passieren. Danke, danke, danke. Ich werde sofort zu meinen Eltern zurück. Ich habe den Weg gemerkt, den dieser Mistkerl mich entlang geschleppt hat. Zum Glück kann dir nichts passieren, weil wir Monster sind. Das heißt nur so, weil ich die Monster nicht getötet habe. Meint ihr, sie schafft es allein? Sollen wir sie nicht lieber zurück nach Jena bringen? Vielleicht hätten wir den Sumpf zuerst von euren Feinden säubern sollen. Verdammt! Oh nein, das arme Mädchen. Konnte es nur ein Fehler passieren. Ist das das Opfer? Oh, woher kommt dieser Gesang? Rache! Was? Geister von Kindern? Ich würde vorschlagen, wir halten uns von denen fern und verschwinden von ihr. Das machen wir nochmal. Bis gleich. So, das haben wir auch nochmal eben schnell gemacht. Und wieder da sind, wo wir vorhin waren, ja? So, jetzt hole ich von den Quests eben schnell wieder. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Das Problem ist, ich habe auch Monster erst gesehen, als das Mädchen schon weggelaufen ist. Das heißt, wir laufen jetzt hier einmal rum und nehmen mal eben die Monster auseinander, ja? Oh, wir sind immer noch... Ich vergesse es schon wieder, ne? Ich muss gleich die Reihenfolge auf jeden Fall ändern. Ich blicke hier irgendwie nicht durch. Ah, okay, die spiken zurück sozusagen. Ja, ich sehe schon. Und vergiften damit ihre Nadeln, okay. Wenn ich sie aussauge, werde ich aber nicht vergiftet. So, sehr schön. Und zack. Der Blutmangel ist so ansteigend, ne? Wir nehmen mal einen Vampir. Nee, warte. Großen Vampirstein. So. Dann ist es halt wie es ist. Ist mir jetzt auch egal. Die Dinger kriegen wir eh genug. Ah, da rennt noch einer rum. So. Schmerzriss.
Bastards gewesen sein. Mal eben was gucken. Ausrüstung. Vampirfluch. 169er Angriff, ja? Wenn ich jetzt das auswähle. Jetzt bin ich noch besser mit dran. Also los. Erstmal Schmerzriss wieder. Damit die Kriegerin gleich wieder ihre Kombo machen kann. Larius. Wir könnten mal auch noch einen beschwören, oder? Ja. Ich bin schon wieder hier so unterwegs. So, zu zweit. Zu dritt. Zu viert. Ich hab's gleich. Wilde Schläge. So, nochmal der Schmerzriss. Sehr gut. Nice, der lebt noch. Ja gut, die werden mir jetzt keinen Kommentar geben, dass sie es geschafft haben. Ich kann jetzt hier nur noch einmal eine Runde drehen und gucken, ob hier nicht doch noch irgendwo ein Monster rumrennt. Aber es sieht mir gerade nicht danach aus. Ich speichere jetzt nochmal vorher. Den Dialog kennen wir schon, bis gleich. So, den hätten wir. Genau. Jetzt bist du frei, dies und das, Ananas, und sie geht weg. Ich habe eigentlich alles getötet. Mein Gesicht läuft um so ein Monster lang, so, hello. Ah, wir haben alle Monster hier getötet. Zumindest aus dem Sumpf sollte sie sicher gekommen sein. Spürt ihr das auch? Wo kommt plötzlich dieser Wind her? Jetzt kommen trotzdem die Geisterkinder. Aber gut, wir haben zumindest das Mädchen gerettet, glaube ich. Uah, woher kommt dieser Gesang? Rache! Was? Geister von Kindern? Ich würde vorschlagen, wir halten uns von denen fern und verschwinden von hier. Lichtrune, okay. Wir machen mal Folgendes, wir speichern mal eben. Oh, weil Nasmagie ist da kritisch, das ist super. Nebel. Immun gegen. Ne, nass kann er trotzdem werden. Ein nasser Geist, sehr gut. Alles klar. Du verteidigst dich einfach, da brauchen wir nichts machen. Und den schwarzen Kettenblitz. Gut, man kann die besiegen, aber das muss ja nicht sein, ne? Die arme Charlina.
Ihr Mann ist aber auch ein echter Mistkerl. Dieser Kilian ist ein echter Schuft. Ich weiß nicht, wie sie es mit ihm aushält. Naja, was soll sie schon tun? Sie ist verheiratet, sie kann doch nicht einfach so gehen. Aber eine Ehe kann doch nicht gleichbedeutend sein mit ewiger Sklaverei. Aber wo soll sie denn hin? Kilian wird sie überall suchen, wenn er sie dann gefunden hat. Oh je. Arme Charlina, wenn wir nur etwas tun könnten. Ja, sie tut mir so unendlich leid. Nicht mehr lange und Kilian wird ihr richtig wehtun. Sag sowas nicht, sie wird bestimmt eine Lösung finden. Apropos Lösung, hast du schon einen Weg gefunden, den Fleck aus deinem Kleid zu entfernen? Oh Gott, erwähnt muss ich diesen dummen Fleck. Stundenlang habe ich an ihm rumgeschrubbt. Entschuldigung, aber von welcher Frau habt ihr vorhin gesprochen? Was? Wir? Nein, 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 da habt ihr euch verhört. Stimmt's, Olivia? Wir müssen jetzt auch dringend gehen, das Essen für unsere Männer machen. Ja, genau, Essen für unsere Männer, das ist sehr wichtig. Was zum Teufel? So. Das sind meine Helden. Ihr habt es geschafft. Meine Tochter ist wieder hier. Wir freuen uns, dass sie nun wieder bei euch ist. Sie hat erzählt, dass ihr sie von einem verrückten Magier gerettet habt, der bereits die anderen Kinder aus Arena getötet hat. Ich kann euch gar nicht genug danken. Das freut uns sehr. Die Belohnung habt ihr euch wahrlich verdient. Goldenes Halsband 65? Das ist für eine 20er-Quest. Weil ihr auch dafür gesorgt habt, dass sie nie wieder mit einem Kind in Arena passiert, habe ich eine zweite Belohnung für euch. Zweimal Lebensank erhalten. Danke. Dann gehen wir jetzt. Ihr seid immer willkommen. Ich kann euch nicht genug dafür danken, dass ihr meine Tochter gerettet habt. Lebt wohl, geht auf euch acht. Menschlichkeit gestiegen. Yeah. Wir gucken immer noch böse, böse, aber es macht erstmal nichts. Ja, das ist halt aber nur durch die Werte sehr wertvoll in magischen Eigenschaften. Ja, das ist aber trotz alledem ist es einfach ein... ja, der Gegenstand ist schon für mein Level, aber er ist halt, ne, noch falsch benamst. Jetzt hier unten so voll der Folterkeller, weißt du? Naja, nicht ganz. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sinnvoll ist, in der Wüste so einen Keller zu haben. Da können die sich nämlich einfach im Keller zurückziehen. Da ist es ein bisschen kühler, da kann man Ruhe essen und so. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen was anderes. Weißt du nicht, was der Kran da unten soll, aber das habe ich noch nie verstanden. Ihr habt mich gerettet. Ich danke euch. Ich habe Mama alles erzählt. Wir sind froh, dass du wohlbehalten hier angekommen bist. Ich werde nie wieder draußen spielen. Mich wird nie wieder jemanden führen. Es gibt ja auch noch andere Dinge, wie Bücher lesen und Tee trinken. Das ist richtig. So. Ah, werte Kundschaft. Ich habe ja einige außergewöhnliche Ringe und seltene Artefakte zu verkaufen. Für Mensch und andere Wesen. Hat er uns gerade zugezwinkert? Keine Sorge, ich höre zu den Kindern meiner Klipse. Aber pst, wir wollen doch die Wachen nicht davon aufmerksam machen, oder? Ach so. So, Zimmer. Diese Welt hat sich wirklich verändert während meiner Abwesenheit. Das finde ich. Zeig mal her. Todesfäden. Dunkelklinge, okay. Wow. So, unser Questlog. Zimmer. Winternaht. Na, was war das genau? Aber eigentlich...
gehen wir hier rein. Werte Kundschaft, jawohl. Zeig mal Waffen her. Nicht so viel Unterschied. Na gut. So, ein paar Fehler haben wir noch, aber nicht mehr viel. Achso, warte mal, ich habe jetzt hier auch noch mal Schwert gekauft, oder nicht? Nicht? Doch nicht gekauft? Ich bin dann gleich wieder da. Das hier sollte der Ort sein, an dem dieser Kerl die Armee an Skeletten gesehen haben will. Eine Armee ist an Skeletten. Ich bin gespannt, ob das wahr ist. Falls ja, muss sie jemand anführen. Jetzt muss ich mal mit ihm gucken, das ist der Falsche, ne? Aber eben, richtig, dann gucken wir doch einfach mal. Wir müssen noch irgendwie. Ich gehe noch mal ganz kurz zur Schatzkammer. Ich brauche ja auch noch neues Blut und so. Ich bin völlig rasend schon wieder. So. Ja, komm, das nehmen wir schon mal mit. Das ist schon mal besser als gar nichts. Dann gehen wir nochmal mit der Zuflucht zurück. Und dann besorge ich erstmal Wasser. Nicht Wasser, Blut. Wasser haben wir genug hier. So, ich habe jetzt einmal aus dem Blutfass getrunken und ich konnte mit meinem Restgeld noch 3 Blutflaschen kaufen. Die habe ich noch geholt. Ja. Aber da hört es dann auch leider erstmal wieder auf. Okay, aber trotzdem, wir fliegen jetzt nochmal in den Wald rüber. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das müsste eigentlich auch funktionieren, würde ich sagen. Vila und so kriegen wir ohne Ende wieder. Das ist halb so wild. Na schön, zeigt mal, wie gefährlich ihr seid.
Das kann man jetzt schon so nennen. So. Okay, das sieht aber auch ganz nicht schlecht aus. Das sind nur 2 Level Unterschied. Jetzt aber los, sehr schön. Also leicht ist anders. Oh, Alter. Okay. Aber schau mal, da vorne war irgendwie ein Gebäude, da links. Ja gut, wir müssen da durch, bringt alles nichts. Okay, also das Hauptskelett finde ich unglaublich gefährlich. So. Kram, sehe schon. Gift-Taucher auch nicht funktionieren. Also, let's go. Boah, jetzt hat es sich auf Larius eingeschossen, ne? Nahe erwischt. Den kriegen wir aber zurück. So. Was wir gleich machen, ist auf jeden Fall erstmal einen Diener beschwören, würde ich sagen. Wow. Oh, nicht schon wieder Valnar, ey. Der kann doch heilen. Boah, Alter, was? Das war's dann. Ich werde Sabak das Spiel freeze dann Game Over.
Ey, ich glaube, wir schaffen das. Ich mag jetzt einfach so mystisch klingen, aber ich glaube wirklich, wir können das schaffen. Der Dämon. Weil der kann nämlich auch so coolen Scheiß wie Schmerzriss. Versuchen wir es mal. Was haben wir jetzt? Einen Schadensfänger mehr. Erstmal Lichtklingenaura, die ist ganz wichtig. Genau. So, und los. Sehr gut. Und die Heilung, jetzt sind wir wieder voll. Zumindest. Passt. Aber guck mal, der eine Kämpfer mehr, der macht einen riesen Unterschied, ne? Das ist ein gigantischer Unterschied sogar. Der hat zwar nicht einmal angegriffen jetzt, der Dämon, aber er hilft einfach alleine, dass er Schaden abfängt. Das könnte man schaffen. Weil es ist ja nicht weit bis Level 40. Genau, die Gruppe hatten wir vorhin schon. Alter, so was ist allerdings sehe, kann ich ausrasten, ne? Ja, sicher spikest du direkt. Da fällt dir auch nichts zu ein. Da fällt dir gar nichts zu ein. So. Unfassbar. Oh Gott sei Dank. So, mein Name, mein Bruder. Versuch's doch mal mit einem schönen schwarzen Kettenblitz. Obwohl es kritisch ist, bringt das gar nichts. Okay. Haben wir noch irgendwas? Ja, so einfach ein Vampirschein, ne? Genau. Und drauf da. Sehr gut, der ist erledigt. So. Ey, das ist eine Lächerlichkeit, fast gar nichts zu überbieten, ne? So, warte mal. Ich könnte natürlich in die Dingshaltung gehen. Ey, ich kann nicht nachbrauchen. Das
ist egal. Ja, Tod ist der Tod, ist schon gut. Du kannst den Schmerz jetzt auch ausführen. So, und dann. Den Tank der Ewigkeit holen wir zurück. Tank der Ewigkeit. Alter, das hat alle drei Schläge eingesteckt, der arme Kerl. Aber egal. Ja, Blutmangel müssen wir natürlich jetzt beheben, können wir nochmal rollen. Rasul, wer wagt es, meinen unheiligen Schrein zu betreten? Wir. Ihr seid Vampire? Nun, das überrascht mich. Ich hätte eher damit gerechnet, dass hier erneut ein Haufen schwächlicher Soldaten hereinstürmt und den Tod sucht. Ja, das Problem kenne ich. Nun sagt mir doch, was euch hergeführt hat. Die Suche nach einem netten Plausch wird es wohl kaum gewesen sein. Wir haben gehört, dass hier eine Armee an Skeletten ihr Unwesen treibt. Eine Armee? Das ist wohl etwas übertrieben. Aber ein gutes Dutzend dürfte es inzwischen sein. Wisst ihr eigentlich, wie schwer es ist, diese dummen Kreaturen unter Kontrolle zu halten? Wir haben damit Erfahrung. Ihr sagt, ihr kennt das Problem. Aber dabei habt ihr keine hirnlose, untote Kreatur bei euch? Warum lügt ihr mich an? Was? Wir haben bereits unzählige Skelette beschworen. Ihr seid Lügner. Mit eurem Dämon haltet ihr euch wohl für was Besseres. Wir Nekromanten sind für euch nur Beschwörer zweiter Klasse, was? Nun, gleich wird sich zeigen, wie mächtig ihr wirklich seid. Ah, dem Kerl mangelt es offenbar an Selbstbewusstsein. Ihr seid nur hergekommen, um mich zu töten. Doch ihr habt euch maßlos überschätzt. Zum Angriff meiner treuen Diener. Warum muss es immer in einem Kampf enden? Mal Blutmacht. Blutmacht 4. Okay. Genau, das hatten wir ja schon. Da geht's gleich in den Kampf los. Okay. Wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst schnell Schaden machen. Lichtklingenaura ist auf jeden Fall schon mal der richtige Weg. So, Elaine kann schon mal die Klauenrache an einem Skelett vornehmen. Sehr gut. Und dann, du benutzt ein Item. Wir haben nämlich noch Items wie das hier. Das sollten wir uns erstmal wieder auffrischen. Müssen Skelette jetzt schnell loswerden.
Die Attacke ist, macht 4 Schaden. Aber die geht noch. Ich hab Kopf, die überlebt noch eine Runde. Lieber eine Runde warten. Wir nehmen den Trank der Ewigkeit. Und du benutzt den Vampirstein. War genau richtig. Ja, jetzt mach mal ab. So, du heilst ihn erstmal da voll. Decke schon mal voll einen ab, weil ich will nicht, dass er irgendwie. Moment. So. Ich will nicht, dass er den irgendwie wiederbelebt über dem Käse, weißt du? Blizzard. Autsch. Ja, falscher, scheiße. Mal nach, wenn der es überlebt, kann er eine Vampirheilung machen. Ich würde sagen, damit die Chancen sich erhöhen. Benutzen wir ein Heilpulver. Ja. Und dann schön wilde Schläge hinterher. Der Blutfrost ist übel. Der kann sich jetzt nicht mehr heilen. Aber ich muss trotzdem heilen, bringt ja alles nichts. Wieder Schnitt. Boah, Peter Scheiß. Boah, der Blizzard ist auch echt ein guter Skill. Vielleicht sollte Valnar jetzt supporten. Gut, der macht vor allem Magieschaden, deswegen wird es jetzt nicht viel bringen. Aber hey, alles was hilft, hilft, weißt du? Jetzt blutet der auch endlich, ey, boah. Genau richtig gemacht, glaube ich. So. Okay, und du?
genauso. Eishagel, okay, das geht noch, okay. Immer noch. Aber ich glaube, mit etwas Glück. Alles klar, pass auf. Trank der Ewigkeit. Das soll es gewesen sein. Boah, Alter, ey. Ganz viele Level-Ups. Das klingt gut. Der beschworene Dämon wurde vernichtet. Ja, das macht nichts. Nein! Oh doch. Das wäre erledigt. Lass uns in Lathe zurückkehren. Aber vorher durchsuchen wir hier mal eben alles. Alter, ey. Diese ganzen AOE oder diese ganzen Gruppenheil-Items wäre ich völlig lost gewesen. Das ist ein wirklich deprimierendes Bild von der Elaine. Nekromanten mögen das offensichtlich. Oh. Heilpulver. Danke. Blutessenzen können wir gut gebrauchen. Ein paar Filar nehmen wir auch noch mit. Das macht ja alles nichts hier. Jetzt speichern wir mal eben, bevor wir irgendwas weiteres tun. Gehen dann mal runter in den Keller. Nicht, dass dort irgendwas ist, deswegen speichere ich vorher. Da unten ist eine Kiste. Gucken wir nochmal, ob wir da hinkommen. Aha. Verschlossen. Schade. Aber gut, wir haben jetzt einiges bekommen. Wir haben sehr viel EP bekommen. Wir haben den Quest abgeschlossen. Da können wir jetzt die Belohnung holen gehen. Das machen wir als nächstes. Das wird es in der Folge hier noch gemacht haben. Haben ein paar super heftige Fights hinter uns. Aber es hat geholfen, den Dämon zu beschwören. Es ist halt einfach ein Charakter mehr, der noch lebt und was einsteckt. Und auch wenn er nur dieses Schmerzkram verteilt, damit Balnar das nicht tun muss. Das spart halt eine Runde. Das ist viel. Das unterschätzt man gerne. So, warte mal eben. Latin ist ja hier, ne? So. Das muss ich tatsächlich mal überlegen, wird mir den Questdruck gegeben. Ah ne, die ist ja bei Nacht nicht da oder so, ne? Um sich vor dem Vampir zu verstecken, oder wie war das? Ich weiß nicht mehr genau. Irgendwo war ja jetzt noch der Quest. So, das sollte es gewesen sein. Wovon redet ihr? Oh, hallo Fremde. Ich habe die Brücke repariert. Letzte Nacht sind offensichtlich einige Schäden entstanden. Wer weiß, was da wieder passiert ist. Ist das das Haus des Bürgermeisters da vorne? Ja, so ist es. Er ist ein guter Mann und wir sind froh, dass er hier ist. Ha. Gibt es noch mehr Schäden in letzter Zeit? Nicht besonders auffälliges. Ehrlich gesagt bin ich mehr damit beschäftigt, die Blutflecken zu beseitigen, die ab und an hier auftauchen. Blutflecken? Und da schlägt dir keiner Alarm? Nein, unser Bürgermeister geht oft jagen. Früher habe ich ihn sehr oft mit erlegten Tieren gesehen, aber in letzter Zeit, seit er die neuen Wachen besorgt hat, hat er sich tatsächlich etwas seltener blicken lassen. Das sollten wir uns mal ansehen. Können wir ja machen. Das war die Geschichte mit dem Vampir, ne?
Was hattest du? Mein geliebter Mann schluchzt. Genau. Ich erinnere mich wieder. Ich erhoffe mir eigentlich durch diesen Quest-Skets, dass wir dann unser Level abkriegen, was wir für Level 40 brauchen. Dann können wir neue Skills lernen und in der Story weitermachen. Das war das Kartenspiel. Alter, wer war denn der Questgeber, ey? Sir Yannick. War der im Gasthaus oder so? Da ist der... Ah, ne, hier. Was hier? Ah, ne, du bist es auch nicht. Ne, du hast auch den Kinderapokalypse, ne? Warte mal, hier können wir noch ein paar Sachen kaufen, auf jeden Fall. Weiß ich nicht, wie viel brauchen wir draußen. Den Roller hat es nicht mehr. Das auch nicht. Die auch nicht. Nein. Nein. Das weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, was mit dir hier? Die brauchst du nicht mehr, das weiß ich. Das weiß ich auch. So, Gegenstände. Haben wir nicht noch irgendwie Gold? Das weiß ich nicht. Goldbarren, genau. Können wir mal checken. Boah, Alter, jetzt kann ich mich hier dumm und dusselig suchen für den Questgeber. Ich hole gleich mal dazu. So, da habe ich ihn endlich gefunden, meine Güte. Oh Gott, wenn sie die Stadt marschieren, sind wir alle verloren. Wir haben uns die Angelegenheit mal angesehen. Die Skelette werden keine Probleme mehr bereiten. Ihr habt es geschafft? Wie? Ein Nekromant hat eine Menge Skelette erschaffen, doch wir konnten ihn vernichten. Gott sei Dank. Ihr habt Latin einen großen Dienst erwiesen. Ach, was rede ich? Die ganze Welt ist euch zu Dank verpflichtet. Nehmt dieses Schwert aus Drachenexglas. Es wird sicherlich hilfreich sein. Außerdem habt ihr euch etwas Filar verdient. Ah, ein Feuerschwert, cool. 10.000 Filar. Danke, das ist eine schöne Waffe. Freut mich, dass ihr euch gefällt. Okay. Lebt wohl, Menschlichkeit ist gestiegen. 18.000 EP. Aber es reicht noch nicht für Level 40. Zumindest nicht für Elaine und die anderen. Aber da fehlt auch nicht viel. Warte. Valnar könnte sich mal dieses Schwert hier angucken. Das ist sehr, sehr episch, das Schwert. Menschlichkeit ist gestiegen und wir sind auch wieder normal. Wir sind wieder neutral. Das ist richtig gut. Geht. Wir wollen ja nicht böse sein, ist ja der Punkt. So ein paar EP, die kriegen wir jetzt ganz bestimmt noch schnell irgendwo her. Das ist noch zu schwer. Oh, da wollte ich nicht hin. Haben wir eigentlich hier noch? Kann sie alles haben, ist mir völlig egal. So. Ja, hier ist, ich will jetzt hier gar nicht... Oh Gott, ich will doch nur mal eben schon noch ein paar EP haben. 2000 EP ist doch nix. So, hier.
hier haben wir ein kleines Gebiet. Was haben wir da für Gegner? Sind? Ist egal, wenn wir rasend sind. Den können wir nuckeln, glaube ich. Ja. Oh, sogar ziemlich viel. Ja, da holen sie einiges raus. Das ist gar nicht so schlecht, dann der Blutbedarf ist wiederhergestellt. Jetzt ist sie gleich in der nächsten Runde ein bisschen mehr Rasen, das ist auch schön. Schnell mal Schmerzriss machen. So, eins, zwei, sehr schön. So, mal gucken, wie viel EP kriegen wir denn? Schwache Seele. Ja, geil, das reicht doch. Dann machen wir jetzt hier noch ein, zwei Kämpfe und dann haben wir es doch. Okay, einen Kampf brauchen wir noch, dann haben wir es geschafft. Dann sind die wichtigen drei Charaktere auf Level 40. Aber hier wird doch noch einer rumwuseln. Da ist er da. Hallo. Na bitte. Gut, Level 40 ist also erreicht. Kommen wir jetzt zu dem wichtigen Ding. Die Seelenhalle können wir zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Seelen habe, zum Ausprobieren. Dann würde ich mich nämlich jetzt auf den Hauptquest fürs nächste Mal vorbereiten, sozusagen. So, Blutsaugen wollte ich gerne geskillt haben. Das ist es nicht. Nein. Was? Vampire werden jederzeit herbeigerufen werden. Das ist natürlich auch sehr, sehr praktisch, aber das probieren wir jetzt nicht. Ist es doch Blutsaugen 2? Warte mal, komm her. Zweite direkt. Ja, bingo. Besseres Blutsaugen. Okay. Und dann können wir doch direkt von hier aus vielleicht in die Halle des Blutes gehen, oder? Genesung. Alle Verbündeten heilt Todesgift. Verfaulen, Frostbrand sowie eine geringe Menge LP. Das ist natürlich nicht schlecht. Alle Verbündeten erleiden Schaden. Status Feueraura. Immunität gegen Nass. Das ist ziemlich cool. Genesung. Aber das auch. Aber ich würde erstmal auf Genesung gehen. Das nächste Jahr Aufopferung. Anwender stirbt, halt aber Lebens aller Verbündeten. Oh Gott. Alle Gegner 100 Schaden, das ist schön. Okay, Larius, du bist dran. Schattenklingen-Aura. Stille, das ist halt... Nee. Uff, ja, nehmen wir das hier. Okay, Valnar, was geht bei dir? Heilige Führung, alle verbünden. Kritische Schärfe erhöhen. Das sind so Sachen, die kann man einfach mal zwischendurch casten, dann geht's rund. Okay, dann in die Schatzkammer zurück. Ich hätte jetzt eigentlich schon erwartet, dass ich nicht 4 Stunden spielen muss oder so, um 4-5 Level-Ups zu schaffen. Das ist wieder so ein Ding.
Ja, Christoph, das kann man ja schon mal mitnehmen. So, dann würde ich sagen... Was ist die Ursprungsposition? Oh, das ist jetzt die Halle. Zur Zuflucht, bitte. Das bringt mir natürlich hier gar nichts. Genau, das ist schon auf der Weltkarte. Wo sind wir denn? Ah, ganz unten. Wir brauchen eine Vampirstadt. Hadrian ist schon ganz gut. Wie viele Seelen habe ich denn eigentlich? Normale Seele 7. Da könnte ich ja eine Seele in die Dings mehr setzen. Das war ich jetzt auch nicht. So, ich gehe nicht davon aus, dass wir so viel mehr an Ausrüstung kriegen werden, weil Nahes Schwert ist jetzt eh super gut. So. Schon wieder ein Waffenladen? Warum nicht schon einer? Das ist der Pub, ne? Kriege ich hier auch Bluttränke? Ne, oder? Doch, hier, da, Bingo. Sehr gut. Blutessenz, Blutflasche. Wir haben noch ziemlich viel Geld. Kann man bei dir kaufen? Sehr schön. Na komm. Ja, bla bla bla, komm. Gib mir das... Bluttrank, 40% Blut, das ist richtig gut. Die Tätigkeit habe ich nur noch 5, da muss ich jetzt mit auskommen. Gut. Macht aber auch nichts, wir werden noch genug Silber und so herstellen und dann können wir das verkaufen und dann sind wir ganz toll reich. Okay, ihr Lieben, das wäre es dann für heute. Ich würde sagen, die Session beende ich dann mal. Wir bleiben in Kontakt. Ihr wisst genau, was ich meine. Schreibt mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao.